Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Maktub-Box von Moody und Ennis. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Maktub von Moody und Ennis. Das Ganze am 21. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, wir haben hier eine hellgraue Box im Querformat. Wir werden mal die Folie aufschneiden und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So. Also, auf dem Cover, auf dem Boxcover haben wir hier einmal die beiden Interpreten. Sieht so aus wie so eine Bleistiftzeichnung. Auf der linken Seite Moody, auf der rechten Seite Ennis. Und dann haben wir hier unter anderem eine Moschee und diverse Szenen. Also, das alles gibt es hier auf dem Cover zu sehen. Es ist komplett hier in dieser Skizzen, in dieser Bleistiftoptik gehalten. Hier lesen wir dann den Namen der beiden Interpreten. Auf der rechten Seite den Albumtitel. Links nochmals der Albumtitel, hier wieder die beiden Interpreten. Und auf der Rückseite haben wir den Boxinhalt aufgelistet. Maktub Boxinhalte. Album-CD, T-Shirt in der Größe L, Halskette und Anhänger, Kugelschreiber, Kunststoffrose, Taschentücher, Poster, Liebesbrief, Postkarte, zwei Zitatsticker, Autogrammkarte, handsigniert. Also rein so vom Umfang her echt eine heftige Liste, eine Menge drin hier. Dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode und das Ganze spielt sich hier in so einem Blumenrahmen ab. So, eine Woche zu spät in meinen Augen, eine Woche nach Valentinstag diese Box, aber trotzdem haben wir hier tatsächlich eine Rose drin, eine Kunststoffblume. Dann haben wir das Shirt, eine Packung Taschentücher, die Halskette samt Anhänger, einen Kugelschreiber, das Album an sich, dann eine Autogrammkarte, zwei Sticker, beziehungsweise, da ist noch dieser Liebesbrief dabei und dann haben wir hier ein Poster. So, von innen ist diese Box in weiß, eine reguläre Clubbox. Wir packen das Ganze mal zur Seite. Und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, das Album spannenderweise nicht, aber wir haben die Halskette sowie das Shirt hier noch verpackt. So, einmal das Shirt und dann die Halskette. So, gut, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, vom Cover her ident, wie auch schon das Boxcover, allerdings hier eben quadratisch und nicht so im Querformat, nicht so im Rechteck. Oben lesen wir einmal Hayat präsentiert, das ist ja das Label von Moody. Und dann haben wir hier links Moody und Ennis, die beiden Interpreten stehen. Das Ganze kommt in einem Jewel Case. Und hier unten haben wir den Albumtitel, der hier scheinbar gerade geschrieben wird von einer Hand mit einer Feder. Zum Albumtitel, der Name oder das Wort Maktub kommt aus dem Arabischen und das heißt so viel wie es steht geschrieben. Ja, man könnte es vielleicht noch übersetzen im Deutschen so mit Bestimmung, Schicksal, was auch immer, aber es steht geschrieben, das passt glaube ich ganz gut. So, hier auf der Seite auch nochmal Moody Ennis Maktub zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 12 Stück an der Zahl. Und die Titel sind, wie man sehen kann, sehr international gehalten. Also teilweise auf Deutsch, aber ich glaube auch auf Türkisch bzw. Arabisch. Es ist auch, soweit ich informiert bin, so 50-50 auf Türkisch und 50 auf Deutsch gehalten. Also, Moody rappt hier meines Wissens meistens Deutsch, wohingegen Ennis eher so den türkischen Part übernimmt. Wir haben auf diesem Album keinen Barcode. Das bedeutet,
Dieses Album gibt es so auch regulär nicht zu kaufen. Wenn ihr das Album physisch wollt, dann gibt es das wirklich nur in der Box. So, als erstes schauen wir mal ins Booklet. Zum einen haben wir hier einen Flyer zu den Tourdaten. Hier könnt ihr die beiden Herrschaften live sehen in Deutschland und auch einmal in der Schweiz im September 2020. Genau, hier steht auch nochmal Magtube Tour 2020. Dann haben wir hier das Booklet. Hier haben wir zum einen, jawohl, das gefällt mir schon mal gut, die gesamten Lyrics zu den einzelnen Tracks. Also man hat das hier wirklich komplett abgedruckt, Wort für Wort. Und das zieht sich dann hier so durch, durchs gesamte Booklet. So, alle 12 Stück hier erfasst. Und zum Abschluss haben wir hier noch ein Foto der beiden Interpreten hier in Jordan Trainingsanzügen. Links Enes und rechts Moody. So, dann packen wir das Booklet zurück. Den Flyer drehen wir jetzt einfach mal um. Finde ich so etwas schöner, als wenn man einfach nur so die nackten Tourdaten hat. Die CD sieht dann so aus. Und die Rückseite ist so in diesem hellbraunen beigegrau gehalten. So, dann machen wir gleich weiter. Wir haben eine Halskette mit dabei. Die ist in Gold. Wir haben hier, jetzt schauen wir mal, dass wir das hier runterbekommen. Ah ja, okay. Also wir haben hier goldene Kettenglieder. Oben dann entsprechend so einen kleinen Verschluss, wie man es so üblich hat bei so Halsketten. Und unten haben wir dann einen Anhänger, der rein schon so von der Anbringung, wie hier die Kette durchgeführt wurde, sehr interessant ist, denn er hat tatsächlich zwei Öffnungen, damit das Ganze auch wirklich immer so mittig ist und nicht irgendwie herumwackelt. Auf der einen Seite haben wir den Albumtitel, Magtube, und auf der anderen Seite lesen wir, hui, das ist schwer zu lesen, was lesen wir hier? Lass den Kopf nicht hängen, hör zu, deine Zukunft ist Magtube. Ich glaube, das steht hier, ist echt sehr klein geschrieben und schwer zu lesen. Aber es passt auch wieder zu der Interpretation bzw. zu dem Albumtitel. Ich habe ja gesagt, das heißt so viel wie es steht geschrieben. Also von wegen, mach dir nicht allzu viele Sorgen, lass den Kopf nicht hängen. Deine Geschichte, deine Zukunft ist geschrieben, mehr oder weniger. Beziehungsweise Gott wird schon auf dich aufpassen. So, dann haben wir ein Shirt mit dabei. Dieses ist in beige gehalten. Oben lesen wir dann wieder Moody NS Magtube. Darunter dann, ich gehe mal davon aus, nochmal Magtube auf Arabisch. Das Ganze ansonsten hier komplett in beige gehalten. Bis auf diesen Brustaufdruck eben. Auf der Rückseite ebenso. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Haiti. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Shirt mal wieder zusammen. Und kommen gleich zum nächsten Boxinhalt. Wir haben hier tatsächlich eine Packung Taschentücher mit dabei. Es ist eine etwas kleinere Packung, also die regulären Taschentuchpackungen sind etwas länger. Hier in schwarz mit weißem Magtube-Schriftzug. Was lesen wir hier noch? Okay, also 10x dreilagiges Taschentuch. Made in China. Grüße gehen raus. Ja, also ich glaube, jeder von euch weiß, wie Taschentücher aussehen. Ich lasse jetzt mal zu. Und hier unten haben wir dann sogar noch einen Stempel mit drauf. Okay, ein Kugelschreiber ist ebenfalls mit dabei, in Gold und Schwarz, auch hier wieder der Albumtitel in dieser Schrift. Ansonsten hier alles in Schwarz und wir schauen mal ganz kurz, achso, jetzt wahrscheinlich zum Drehen, ja genau, er ist zum Drehen. Ich schreibe jetzt mal ganz kurz, er schreibt dunkelblau. Also, man kann dann hier dunkelblau mit diesem Schiff schreiben. Tatsächlich, ich habe sowas noch nie in einer Box gesehen, eine Plastikblume, eine Rose hat es hier reingeschafft.
Wie gesagt, in meinen Augen eine Woche zu spät, von wegen Valentinstag und so, aber so sieht das aus. Grüner Stiel, grüne Blätter und dann hier oben in Rot. Kann man dann hier auch entsprechend noch aufmachen, wenn man möchte. Ja, also eine klassische Plastikrose. Dann haben wir eine Autogrammkarte, die mich jetzt, muss ich ehrlich sagen, leider etwas enttäuscht, denn es stand ja sogar extra, wo hatten wir es? Ich glaube auf der Boxrückseite. Genau, hier sehen wir es. Letzter Punkt, der letzte Punkt hier. Autogrammkarte in Klammer handsigniert. Ja, ist bei mir nicht der Fall. Also bei mir hat es leider weder für die handsignierte noch für eine gedruckte gereicht. Ich habe hier tatsächlich nur oben den Albumtitel und links und rechts dann die Namen der Interpreten. Aber Unterschrift ist hier keine drauf. Ich weiß jetzt nicht, eventuell gab es auch da irgendwelche Schwierigkeiten und sie haben vielleicht sogar ein Infovideo gemacht. Wenn ihr darüber was wisst oder falls ihr die Box auch habt, könnt ihr mir gerne schreiben, ob eure Autogrammkarte signiert ist oder ob eure genauso blank ist wie meine. Ja, das Ganze hier so in Hochglanzoptik und auf der Rückseite in Weiß und die Autogrammkarte im Hochformat. So, dann haben wir Sticker mit dabei, zwei Stück. Einmal diesen hier, sieht mir so nach Vater und Sohn aus. König der Löwen, ich war Simba, du Mufasa. Ja, okay, das ist auf jeden Fall passend zu dieser Vater-Sohn-Konstellation. Darunter haben wir dann noch Moody stehen. Und dann haben wir noch einen Sticker, ebenfalls in so einer Postkartengröße A6 ist das, glaube ich, auf Türkisch. Okay, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann kein Türkisch. Sermenin istikameti sordur yolumusa taşla koyulsa. Enes. Okay, da dürfte es irgendwie um das Thema Liebe gehen. Ich habe das mal irgendwie interessenshalber etwas recherchiert und es heißt so viel wie: Die Richtung des Liebens ist schwer, wenn Steine in unseren Weg gelegt werden. Also, falls irgendjemand hier unter meinen Zuschauern, der Sprache mächtig ist und Türkisch beherrscht, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was das jetzt wirklich heißt. Und ja, ich gehe mal auch davon aus, dass ihr mich auslachen werdet, wie ich das vorgelesen habe. Wahrscheinlich habe ich vom Hören her was ganz anderes gesagt. Ja, sorry dafür. Dann haben wir noch hier so ein Kärtchen im Hochformat und das ist tatsächlich wie so eine Postkarte gehalten. Hier kann man nämlich Empfänger und Absender draufschreiben, das Ganze dann auch noch frankieren. Denn es ist tatsächlich ein Liebesbrief oder eine Liebesbekundung auf Postkarte. Ist die Frage. Ich werde euch das jetzt nicht alles im Detail vorlesen, das dauert zu lang, aber das ist zumindest mal auf Deutsch, das heißt, ich könnte es theoretisch lesen. Und zwar haben wir hier so einen Lückentext für meinen Schatz, dann kann man hier den Namen einsetzen, dann geht das hier los, könnt ihr euch natürlich gerne dann anhalten, das Video und hier durchlesen, was hier genauso für schöne Worte gewählt wurden. Und hier unten lesen wir dann noch in großer Liebe dein Schatz. Ja. Dann kann man das hier individuell noch ausfüllen. Bin ich etwas zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist es ja eine ganz nette oder schöne Idee und passt noch zu dieser Rose und Valentinstag und hin und her. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass sich eine Frau, also ich gehe jetzt mal von meiner Erfahrung aus, dass sich eine Frau da großartig freuen würde, denn es ist ja dann doch nicht allzu persönlich und mehr oder weniger ein Text, den jeder andere auch bekommt. Ja, in meinen Augen etwas schwierig. So, dann haben wir hier noch ein Poster. Hayat präsentiert Moody Enes Maktub. Links und rechts unten dann auch nochmal die Schriftzüge und dann das bekannte Artwork, das wir schon vom Cover kennen. Das Poster einseitig bedruckt. Gut, und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster einseitig bedruckt. Dann haben wir die kleine Packung Taschentücher, den Kugelschreiber, das Shirt in der Größe L, die Halskette hier mit diesem Maktub-Anhänger, diese Postkarte hier, diese Liebesbekundung, dann die beiden Sticker, ebenfalls in Postkartengröße in A6, jeweils im Querformat, einmal Deutsch, einmal Türkisch. Die Autogrammkarte, wenn auch nicht unterschrieben, wie gesagt, ich hoffe, bei euch ist sie signiert.
Die Plastikblume, die Kunststoffrose und natürlich das Album an sich mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Maktub von Moody und Enes. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Moody und Enes unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.